Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Bautz Nummer 2. Jo, Fee hat es geschafft, Nate wieder nüchtern zu bekommen. Nate hat sich erstmal hier in Ruhe alles angesehen, hat natürlich seine Cleverness mal wieder bewiesen beim Schwert im Felsen. Ja, wir erinnern uns, Nate ist wirklich ein ganz besonders cleveres Bürschchen, das muss man ihm sagen. Also, das näht wirklich, du bist unfassbar clever. So, jetzt haben wir ja ein Problem, dieses Deckchen. Wir wollen irgendwie an dieses Deckchen. Und das ist nachher sozusagen das Deckchen, das uns weiterbringt, weil wir den Tausch machen müssen. Deckchen gegen Deckchen. Deckchen roter Pirat gegen Deckchen Vogel. Oder umgekehrt. Tja, versuchen wir mal, was dem Vieh nicht gelang. Vielleicht gelingt es Nate. Magst du Erdnüsse? Und? Magst du noch mehr Erdnüsschen? Noch eine Erdnuss? Hä? Ha, Das darf doch nicht wahr sein. Müssen wir schnell sein? Der Affe im Palast? Allerdings. Okay. Ja. Pass auf, nochmal. Ich Noch eine Erdnuss? verstehe nicht, wie der. Ha, Okay, jetzt würden wir theoretisch hinkommen. Warte mal. Also bei Ned fliegt der höher und ist auch länger in der Luft. Wenn wir jetzt mit dem Vieh dann kommen, kann das Vieh dann das Deckchen unten rausziehen? Das wäre jetzt mal eine Frage. Lass mal auf, lassen Sie mal gucken. Nein! Ned! Oh Gott, Ned. Ned. Du gibst dem Vieh locke den Piratenpapagei mit einer Erdnuss. Noch eine Erdnuss? Ja. Und das Vieh. Ha, Und das Vieh. Und das Vieh. Und das. Ja! Ja! Ich wusste es. Moment, da ist was. Da liegt doch was. Da liegt doch was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, das funktioniert. Wow, Moment. Okay, nochmal. Moment. Nate, übernehmen Sie und gib dem Vogel die Erdnuss. Du sollst ihm die Erdnuss geben. Dann Noch wechseln eine wir zum Erdnuss? Vieh. Zum Vieh, zum Vieh, zum Ha, Vieh, zum Vieh, zum Vieh, zum Vieh, zum Vieh, zum Vieh. Und das Vieh nimmt sich die Decke, geht jetzt zum mich doch! Okay. Wow.
Wow. Benutze den Brennspiegel mit dem Geflügel. Was ist, wenn... Ach Mann, oh, das ist doch wirklich, also... Puh, das ist schwierig, das ist echt schwierig. Also, es ist schon mal klar. Er lockt den Papagei, er da. So, und jetzt brauchen wir irgendein Deckchen oder irgendwas, was uns da oben weiterbringt. Hast du vielleicht... Wüsste nicht, was es noch zu bereden gäbe. Ach, komm. Vieh und ich kümmern uns um den verdammten Affen. Dann stiehlt der Blechmann leise die magische Lampe. Ganz sichere Sache. Ja. Und hier ist auch nirgendwo... Oh mein Gott, ehrlich. Okay, warte. Du gehst mal da rein. Gucken wir, ob wir hier drin weiterkommen. Vieh wechseln. Vieh gehst dann auch dahin. Okay, das mit dem Vogel funktioniert nicht. Kannst du... Nein, du kannst nicht. Okay. Ah, da ist aber... Nee, ist nichts zu holen. Okay. Du bist flauschig. Kannst du nicht flauschig da... Nimm das Ding unter dem Tuch. Ach, komm schon. Nate? Kannst du vielleicht mit ihm reden? Und ihn ablenken. Er hat immer die Aufmerksamkeit und Bewunderung anderer gebraucht. Auch wenn wir uns natürlich hinter seinem Rücken über ihn lustig gemacht haben. Ach, komm. So ganz alleine. Gestrandet auf seiner eigenen Insel. Wir brauchen irgendwas. Das kann nicht lange gut gehen. Irgendwas. Ich lass ihn schlafen. Ich hab gesehen, wo... Ach, komm schon. Betrachte das... Der Rote war schon immer schlecht darin, Dinge herzugeben, wenn er sie erst einmal in seinen Händen hatte. Ja! Das hat ihn zum reichsten und mächtigsten Piraten gemacht. Er hat sich genommen, was er kriegen konnte, und nichts wieder hergegeben. Verdammt! Ein Vorbild für alle. Du sollst... Der Rote war schon immer... Er kann... Moment mal, Sekunde. So, kleine Unterbrechung. Bin wieder da. So. Ja, also, wie kommen wir an das blöde Tuch? Verdammt. Und wir müssen irgendwas hier arrangieren. Ach, komm schon, was ist... Kann... Ein ich hab... Okay, das geht nicht. Wenn er aber jetzt bei dem Vieh eine brennende Mary bestellt... Ja. Gib mir mal eine brennende Mary. So. Genau. Und jetzt wechseln wir gleich zu Nate. Oh Mann. Auf Nate wechseln. Und Nate nimmt sich das Fetz. Gott, das... Wow, ganz ruhig, Kleiner. Okay. Nein, davon bin ich geheilt. Vorerst. Echt? Oh, Mann! Oh, wie kommen wir an diesen blöden... Nein. Wir müssen den Affen loswerden, wenn wir die Öl... Der rote Pirat... Oh, Mann. Ich verstehe es nicht. Wie kommen wir an dem seinen blöden...
Hut. Ein paar mehr können nie schaden. Ja, ist gut, du hast genug Erdnüsse. Gib ihm doch. Hm, er ist unbestechlich und die rechte Hand des Roten. Ah, oh Mann. Barkeeper, mit Nüssen komme ich da nicht weit. Das... Hey, Partner. Bis später, Fee. Luka, look, Blickern. Ich verstehe das nicht. Mit Led müssen wir doch irgendwas anstellen können, außer irgend so Blödsinn. Wir können das lesen, wir können mit ihm sprechen, wir können versuchen, das funktioniert alles nicht. Ach Gott, ja. Was willst du? Ich will mit dir reden. Du bist dieses Vieh. Ja. Das gut ja. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Ich will schlafen. Betrachte das Tuch. Was ist, wenn wir mit dem jetzt... Nein, wir können mit dem natürlich wieder reden. Das bringt mich aber nicht weit. Wenn ich jetzt 50.000 von den Dingern mache. Ja, der räumt die erst weg. Okay, das funktioniert nicht. Jetzt holt er die Sachen. Macht seine Show. Genau, macht seine Show. Pum. Nimm das Fetz. Boah, das ist echt... Okay. Gib dem... Okay, was ist mit... Oh, Mensch. Was ist, wenn ich die Farbe ändere? Bin ich dann mit jemand anderes? Nein. Okay, lass mich mal. Ja, genau, lass mich mal. Was ist, kann ich mit dem jetzt in einer anderen Farbe? Ja, toll. Warum? Du willst mit dem jetzt nicht mehr sprechen? Ja, ich weiß. Ja. Ich hätte den einen oder anderen Drink wegkippen sollen, so wie es der Plan war. Genau. Aber du weißt ja, wie das ist. Nein, weiß ich nicht. Ach, erzähl mir nichts. Als Layla fortgeflogen war, wolltest du auch nur noch vergessen. Layla! Ja, wir holen Layla. Sie uns zurück, Buddy. Alle beide. Ja, Layla. Was man so hört, sind die Djinns unglaublich mächtig. Wow. Sollte reichen, um uns beiden einen Haufen Probleme vom Hals zu schaffen. Okay. Also schön. Ah, das war der Tausch. Alles klar. Okay, das ist... Oh Gott, ist das nervig. Ich versteh's nicht, was... Wüsste nicht, was es noch zu bereden gäbe. Komm, hör! Sie und ich kümmern ganz sicher... Ey, das ist... Tja, ich habe echt jetzt ein Problem. Ich weiß nicht, was... Ich habe keine Ahnung. Ich kann... Ich kriege auch keine Hilfe. Ich kann hier draußen nichts mehr machen. Das ist... Ach, shit, ehrlich, ey. Ich kann hier draußen nichts mehr machen. Nee.
kann, braunes Ding, ja. Oh, nee, betrachten. Du sollst nicht betrachten, du sollst mit dem weitermachen. Verdammt, ehrlich. Rede. Das hat doch was mit dem Ding zu tun. Artefakt. Es ist fantastisch. Oh, das hat mit dem Ding was zu tun. Meine Güte! Okay, Nate. Du musst wieder herkommen. Jetzt haben wir es doch. Oh Gott. Na klar. Oh Gott, ist das bescheuert. Pass auf, Nate. Du gibst dem Vieh ein Häppchen. Und das Vieh... Noch eine Erdnuss? Ha! Das Vieh benutzt den Brenn mit mit dem Vogel. Ja, ist... Oh Gott, benutze den Brennspiegel mit. Verdammt! Oh, das gibt's doch gar nicht. Das wäre für mich das Naheliegendste. Ja, das wäre für mich das absolut Naheliegendste. Den bescheuerten Vogel? Nein. Den bescheuerten Vogel zu verbrennen? Boah. Das ist bekloppt, ey, sorry, aber das ist bekloppt. Ach, verdammt mich doch, ehrlich, ey. Ja. Okay, es funktioniert nicht. Es ist, ich kann den anlocken. Noch eine Erdnuss? So, und ha. Jetzt... Ja, jetzt wechseln wir zum Vieh. Das Vieh nimmt sich die Decke. Und... Nein! Ach, komm doch auf! Oh, verdammt! Was... Boah, was übersehe ich denn? Was übersehe ich hier? Es gibt nur diese Möglichkeit. Und das mit diesem scheiß Brennglas. Dass ich da nicht hinrichten kann, alles nicht geht. Nein. Nee. Es funktioniert einfach nicht.
Okay. Ich habe keine Ahnung. Kann ich... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach so, dass Ned den Vogel füttern muss. So. Noch eine Erdnuss? Und dann schalten wir um. Ha. Und Ned steht dann mit dem Vogel da. Es passiert nichts weiter. So. Er kann ja auch nicht weitergehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er kommt nicht mal aus der Szene raus. Hm? Er kommt nicht mal aus der Szene raus. Bis dann. Oh yeah. Er kommt nicht mal aus der Szene heraus. Oh verdammt nochmal, ehrlich, ey. Okay, ich guck jetzt ein allerletztes Mal, ob ich hier irgendwo irgendwas übersehe. Ich kann mit dem da nichts anfangen. Ich kann mit dem nichts anfangen. Da hinten ist nichts. Das sind die blöden Erdnüsse. Das ist dieses Getränk, das er nicht trinkt. Davon bin ich geheilt. Vorerst. Ja, und das bleibt auch da stehen. Ja. Nehmen die Erdnüsse. Ein paar mehr können ja, schaden. Klar, natürlich. Für den blöden Vogel da draußen, der mir aber nichts bringt. Überhaupt nichts bringt. Oh mein Gott, ehrlich. Okay, ja, tut mir leid. Ich blicke es jetzt im Moment gar nicht mehr. Ich denke, ich werde zum allerersten Mal ja etwas tun müssen, was ich eigentlich gar nicht gerne tue, nämlich eine Hilfe zur Hilfe nehmen, weil ich, gerade steigt mein Verstand aus. Also, ja, Geschwindigkeit ist es nicht. Ich kann auch nicht irgendwas im Tausch, weil ich ja nichts habe im Tausch. Es geht ja nicht und, tut mir leid, es ist, ist so. Ich werde also jetzt eine Hilfe nehmen müssen und mich schlau machen, was für ein wahrscheinlich so offensichtliches ich übersehe. Weil ich einfach momentan nicht den Verstand habe, es zu begreifen. Ist so. Tut mir leid. Also ich krieg's nicht auf die Reihe. Es ist so. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir also eine Hilfe zu Hilfe nehmen und nachschauen. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werde ich wieder altklug mich hinstellen. Ich hab's rausgekriegt. Nein, ich werde so ehrlich sein und sagen, dass ich es mir dann eben angesehen habe irgendwo. Oder wenn ich es selbst tatsächlich rauskriege, dann bin ich auch so fair und sage es dann auch entsprechend, wie es war. Okay. Tut mir leid, dass wir es jetzt nicht geschafft haben. Wieder mal für eine Viertelstunde, 15 Minuten hier rumgeeiert wegen diesem blöden Deckchen und nicht weitergekommen. Tut mir leid. Wir versuchen es beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye und tschüssi. Bye bye.